40.000 Lkw-Fahrten mehr, mehr als 15.000 bis 20.000 Arbeitsplätze, die bei DB Cargo, bei anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen und in der Infrastruktur verloren gehen, bedeutet 2 Millionen Tonnen CO2-Verschlechterung für dieses Land. Das heißt, die Zukunft wird miserabel. Wir müssen uns nach vorne bewegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also unsere persönliche Motivation, hier auch eine relativ weite Anreise auf uns genommen zu haben, ist natürlich auch die Gefährdung unserer eigenen Arbeitsplätze, da es uns als Lokrangierführer natürlich direkt betrifft, der Einzelwagenverkehr. Und wenn da irgendwelche Kürzungen auftreten, dann betrifft das natürlich auch uns direkt. Für unsere Kollegen von DB Cargo stehen wir natürlich vollständig mit ein. Außerdem sind wir durch die Rangierbahnhöfe sofort selber mit betroffen, wenn der Schienengüterverkehr massiv eingefahren, eingeschränkt wird. Denn dort sitzen auch Fahrdienstleiter, Weichenwärter von unserem Bereich und auch die wollen ihre Geld verdienen, ihre Brötchen verdienen und brauchen dementsprechend diese Arbeitsplätze. Und außerdem ist es wichtig, in den heutigen Zeiten zu sagen, wir solidarisieren uns auch mit Fridays for Future und die Bahn ist einfach das CO2-neutralste Transportmittel, was wir aktuell haben. Die Verkehrswende ist eine unserer zentralen Forderungen seit langem bei Fridays for Future als Klimagerechtigkeitsbewegung. Uns geht es darum, Klimaschutz, also einen Schienenverkehr und soziale Gerechtigkeit zu vereinigen. Und der Güterverkehr ist ein ganz zentrales Argument, um die Verkehrswende zu schaffen. Um die Klimaziele zu erreichen, braucht es den Schienengüterverkehr. Es braucht den einzelnen Wagen, der auf der Schiene fährt. Wir sind systemrelevant im Schienengüterverkehr und wir schützen unsere Arbeitsplätze. Kürzungen von Geldern im Haushalt für die Schiene lassen wir nicht zu. Deswegen war der Protest hier so wichtig.